Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Victoria. Heute sitze ich mal hier draußen, weil so schönes Wetter ist und dann dachte ich mir, kann ich doch auch mal draußen ein Video drehen. Und zwar habe ich heute ein Strick-DIY für euch. Ich habe euch gezeigt, wie ich dieses süße Stirnband gemacht habe. Und da könnt ihr einfach mal schauen, ihr könnt das auch ein bisschen abwandeln, wie euch das gefällt. Aber ich habe euch jetzt einfach mal hier diese Grundanleitung dafür gezeigt, wie ich mir dieses Stirnband gemacht habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem DIY. So ihr Lieben, dann fangen wir direkt auch mal an. Ich sage von vornherein, es wird keine Anleitung, wie man strickt. Also falls ihr noch nicht stricken könnt und gerne dazu Tutorials haben möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Für diese Anleitung solltet ihr nämlich schon stricken können. Und zwar fange ich damit an, 18 Maschen auf meine Nadel aufzunehmen. Ich habe jetzt hier eine Rundnadel, aber da könnt ihr auch einfach zwei einzelne Nadeln nehmen. Das lag nur daran, dass ich die passende Stärke nur als rund nadelte. Wenn ihr dann alle 18 Maschen aufgenommen habt, dann beginnen wir mit dem folgenden Muster. Und zwar fange ich damit an, eine Masche rechts zu stricken, dann eine Masche links und dann wieder eine Masche rechts. Das ist unser Außenteil. Und dann stricke ich drei Maschen links. Und nach diesen drei Maschen stricke ich sechs Maschen rechts. Und damit das Ganze schön parallel ist, stricken wir jetzt wieder drei linke Maschen, dann wieder eine rechte Masche, eine linke Masche und wieder eine rechte Masche als unseren Außenteil. Deswegen solltet ihr vielleicht keine Rundnadeln nehmen, man verheddert sich nämlich die ganze Zeit. Also es ist ganz sicher einfacher mit normalen Stricknadeln. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um und stricken auf der Rückseite weiter. Und auch hier fangen wir erstmal mit unserem Außenteil mit rechts, links, rechts an. Stricken dann diesmal, weil wir auf der Rückseite sind und das Muster genau einmal andersrum stricken müssen, drei Maschen rechts, dann sechs Maschen links, dann wieder drei Maschen rechts und für unseren Außenteil rechts, links, rechts. Und genau das, was ich gerade gemacht habe, also einmal auf der Vorder- und einmal auf der Rückseite stricken, wiederhole ich noch einmal so, dass ich insgesamt vier Reihen gestrickt habe. Wenn wir diesen Teil jetzt fertig gestrickt haben, dann brauchen wir diese kleine Nadel, um unsere Überkreuzungen zu machen. Den Anfang stricke ich natürlich wieder gleich, also rechts, links, rechts. Und wenn wir überkreuzen, dann befinden wir uns immer auf der schönen, also auf der Vorderseite. Also stricke ich jetzt wieder drei Maschen links und jetzt hebe ich zwei Maschen auf unsere kleine Extranadel ab. Die lege ich vor das Ganze und stricke zwei Maschen rechts weiter. Und dann stricke ich die zwei Maschen rechts, die ich auf meine grüne Extranadel gemacht habe. Und dann stricke ich das Muster ganz normal weiter bis zum Ende, also zwei Maschen rechts, drei Maschen links und wieder rechts, links, rechts als Abschluss.
Ihr seht jetzt hier schon eine kleine Überkreuzung, die wir gestrickt haben, und drehen das Ganze jetzt einmal um und stricken auf der Rückseite ganz normal das Muster weiter. So, dann geht es auch wieder auf der schönen Seite weiter, und zwar häkle ich hier den Anfang wieder gleich, also rechts, links, rechts, drei linke Maschen und dann auch die beiden ersten rechten Maschen vom Mittelteil, denn diesmal müssen wir uns die linken beiden überkreuzen, um dieses schöne Flechtmuster zu bekommen. Und zwar nehme ich jetzt die Extranadel und hebe wieder zwei Maschen ab, also diesmal die mittleren, aber diesmal nehme ich sie hinter die anderen Maschen. Nicht wie bei der ersten Runde davor, sondern diesmal dahinter und stricke die nächsten beiden Maschen rechts, ganz normal, und dann die beiden Maschen auf unserer Extranadel auch wieder rechts. Bis zum Ende dann wieder ganz normal stricken und auch auf der Rückseite wieder ganz normal dem Muster folgen. So, ihr seht jetzt hier, dass wir schon so eine Überkreuzung haben, aber damit wir das richtige Strickmuster, dieses Zopfmuster erkennen können, müssen wir noch ein paar weitere Runden stricken. Und zwar machen wir das jetzt einfach immer abwechselnd, so nach dem Prinzip, wie ich euch das eben gezeigt habe. Also erst einmal die beiden rechten Stränge quasi überkreuzen und dann die beiden linken Stränge. Und zwar machen wir das immer so, dass wir, wenn wir vorne sind, also auf der schönen Seite, beim ersten Mal die beiden rechten Maschen auf unsere Extranadel nehmen und vor unsere anderen Maschen legen, die nächsten beiden Maschen rechts stricken und dann die von unserer Extranadel, so damit wir die rechte Seite überkreuzt haben. Und wie das ganz normal beim Flechten ja ist, muss dann die linke Seite über die andere gelegt werden, also auf der Rückseite unsere Muster ganz normal verfolgen, ohne irgendwas zu überkreuzen, denn wir überkreuzen immer nur auf unserer schönen Vorderseite. Und dann beim nächsten Mal müssen wir die beiden linken Maschen überkreuzen. Das heißt, diesmal müssen wir die mittleren Maschen hinter die anderen Maschen legen und dann die linke Maschen erst stricken und danach die auf unsere Extranadel. Und so verfahren wir bis zum Ende weiter. Also ganz normal wie beim Flechten immer rechts und links überkreuzen. Wer sich das nicht vorstellen kann, kann das vielleicht so mit dem Prinzip etwas nachvollziehen. Und das Ganze machen wir natürlich jetzt bis zum Ende, so lang, bis es um unseren Kopf rum passt. Es sollte natürlich nicht zu lang sein und auch nicht zu kurz, also nicht zu stramm. Einfach so, dass es euch gemütlich um euren Kopf drum passt. Auch in der letzten Runde, in der wir die Maschen abketten, mache ich ganz normal mit meinem Zopfmuster weiter. Wenn wir dann am Ende angekommen sind, kann der Faden auch schon abgeschnitten werden und der Faden durch die letzte Luftmasche hindurchgezogen werden. Und dann nehmen wir das Ganze doppelt, so dass die beiden schönen Seiten aufeinander liegen und die beiden Enden aneinander kommen, um diese beiden zu vernähen. Dazu nehme ich einfach eine dicke Nadel und die beiden Fäden, die an unseren beiden Enden sind, und vernähe sie gleichzeitig so auch. Und zwar mache ich das einfach immer so, dass ich von der einen zur anderen Seite durch die passenden Maschen hindurch steche, so wie ihr das hier gerade seht. Dann vernähe ich auch noch den anderen Faden, einfach ein bisschen durch das Ganze hindurchziehen und gut am Ende vernähen und den Faden dann auch abschneiden. Und das war's auch schon, ganz einfach. Ihr dreht das Ganze jetzt einmal um und dann sieht man auch hier nochmal, wie jetzt unser Übergang aussieht, und dann kann das Ganze auch schon anprobiert werden. Thank you.
ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit dem DIY. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der ein oder andere hat vielleicht Lust, mein Stirnband nachzustricken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst mir eine Bewertung unten da mit einem lieben Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.